Meine Damen und Herren, wir kommen zum Punkt 2, Nachwahl einer Schriftführerin. Der Vorschlag liegt Ihnen seitens der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN vor. Frau Kollegin Müller wird vorgeschlagen. Ich darf Sie bitten, abzustimmen mit in offener Abstimmung. Wer diesen Vorschlag unterstützt, bitte um das Handzeichen. Dankeschön. Wer ist dagegen? Stimmen, Enthaltungen? Damit einstimmig so beschlossen. Ich gratuliere Frau Kollegin Müller für die Wahl zu dieser Wahl. Sie dürfen dann demnächst hier an exponierter Stelle Platz nehmen. Dann habe ich Nachwahl Punkt 3, Nachwahl eines stellvertretenden Mitglieds im Hauptausschuss. Hier gibt es den Vorschlag, den Herrn Abg. Tobias Eckert zu wählen. Gibt es weitere Vorschläge? Das ist nicht der Fall. Wer dem zustimmen kann, bitte um das Handzeichen. Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Damit ist es so beschlossen und Herr Eckert ist in den Hauptausschuss gewählt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Wir haben des Weiteren einen Nachwahl eines Mitglieds für den Theaterbeirat beim Staatstheater in Kassel. Es gibt einen Wahlvorschlag der Fraktion der SPD. Der Kollege Dr. Spieß wird jetzt Oberbürgermeister in Marburg. Oder ist es schon mit Vereidigung? Er ist vereidigt. Wir nehmen das mal ganz genau. Er wird es werden. Aber wir können schon den Nachfolger für den Theaterbeirat wählen. Danke schön, Herr Rudolph. Wenn Sie das sagen, stimmt das immer. Ja, nur was die SPD betrifft. Dann frage ich Sie, wer den Vorschlag der SPD-Fraktion, der da lautet, Wolfgang Decker. Es gibt keine weiteren Vorschläge. Endlich hätte der Fußball Einzug im Staatstheater Kassel. Wolfgang, eine gute Sache. Wer dem Vorschlag zustimmt, kann bitte das Handzeichen. Danke schön. Gegenstimmen? Stimmen, Enthaltungen? Einstimmig gewählt. Lieber Wolfgang, ich gehe davon aus, du nimmst das an. Und der Herr Kollege Decker, dem gratuliere ich herzlich und wünsche ihm viel Spaß dabei. Das ist mit Sicherheit auch eine Sache, die manchmal Spaß macht. Meine Damen und Herren, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 19, die zweite Lesung, des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2016. Haushaltsgesetz 2016. Bitte, meine Damen und Herren, ich bitte um Aufmerksamkeit. Gesundheit. Ja, gleich Premiere hier oben. Schon. Wunderbar. Dann, das ist der Kollege Decker als Berichterstatter, da kommen wir dazu. Einzelplan 02, hessischer Ministerpräsident, Drucksache 19-2662, Drucksache 19-2307. Das ist der Top 19. Wir hören zunächst die Berichterstattung. Das Wort hat der Abg. Decker, Vorsitzender des Haushaltsausschusses. Bitte schön. Ja, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich darf Ihnen Bericht erstatten aus dem Haushaltsausschuss zur zweiten Lesung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2016. Die Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses lautet wie folgt. Erstens. Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen der SPD, der LINKEN und der FDP, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Und zweitens. Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum, zu den Einzelplänen folgende Beschlüsse zu fassen. Die einzelnen Beschlussfassungen zu den Einzelplänen nehmen Sie bitte der Drucksache 19-2662. Vielen Dank. Herr Abgeordneter, ganz herzlichen Dank.